Guten Morgen, es ist Mittwoch. Wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wir haben einen wunderbaren Gast da, Niklas Levinson, bekannt als Podcaster, YouTuber. Ist es in Ordnung, das zu sagen? Ja, kann man sagen, glaube ich. Podcaster, YouTuber, auch Guten als Morgen, es ist Niklas. Ich bin nicht zu Autor bei zweit, sondern uns, zu dritt. ehemals Praktikant Ja, wunderbar. gewesen, Einen auch Gast häufiger hat schon der für uns geschrieben und in erster Linie aber einfach ein Kaiserslautern-Fan. Deswegen wird es heute um Kaiserslautern gehen und darüber hinaus natürlich auch um aktuelle Fußballthemen wie Borussia Dortmund, Ishak Belfodil, Marvin Poirier, die Sachen, die die Welt nun mal interessieren. Bis gleich. Liegen auf der Hand, die Themen. Guten Tag. Hey, schön, dass du da bist, Niklas. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir können ja kurz mal erzählen, wir kennen uns seit 2018, hast du gerade gesagt. Warst du hier 3 Monate als Redaktionspraktikant? Ja. Damals in erster Linie in Erinnerung geblieben mir ein Text, wie du geschrieben hast, warum du überhaupt Lautern-Fan geworden bist. Stimmt, ja. Ich glaube, wegen deines Großvaters, wenn ich es noch Genau, richtig ja. im Kopf habe, weil es eigentlich für dich jetzt gar nicht so richtig Sinn ergeben hat, ansonsten, oder? Ja, ich war so ein bisschen verloren, weil ich halt da in einem Vakuum Dafür gewohnt gibt es habe, vielen Kaiserslautern-Fans, wo kein Riesenclub war. oder? Und mein Opa war Lautern-Fan schon immer, aber meistens ist ja so, dass man mal ins Stadion muss, um auch selber angezündet zu werden. Und es war bei mir in dem Fall so, dass meine Großeltern väterlicherseits beide gehörlos waren. Das heißt, die haben auch keinen Führerschein gehabt. Und wir sind das erste Mal auf den Betzenberg gefahren, als mein Vater Karten bekommen hat über Hankook Reifen, weil der Okay. so einen Einzelhandel hat für Autoteile, Reifen und Zubehör und damals Karten bekommen hat. Und so sind wir dann zum ersten Mal auf den Betze gefahren 2004. Und das war dann so für mich mein persönliches Aufweckerlebnis, das mich dann zum Fan gemacht hat, tatsächlich auch, ja. Weißt Aber du noch gegen wen? Dortmund. Ah, Ja, okay. November 2004, 1-0, Feridun Sandi, Elfmeter. Es ist natürlich wie bei so vielen, ne? Wir haben gerade einen Schülerpraktikanten eine Woche da gehabt, der ist Hannover 96-Fan geworden, weil er in dem einen Jahr Fußballfan wurde, in dem Hannover mit Lars Stindl international gespielt hat. Und so ein bisschen ähnlich scheiße läuft es halt, wenn man zum ersten Mal im Stadion ist und dann schlägt der Verein, der danach 20 Jahre nur auf die Schnauze fällt, Borussia Dortmund Ja, 1-0. genau so ist es. Also man lässt sich drauf ein, man kriegt ein Trikot. Wir haben auch Fotos gemacht mit Ingo Hertzsch und Lucien Metomo. Ja, Und da natürlich. muss man ja eigentlich Ja sagen zu dem Verein. 2004 wahrscheinlich auch gerade gar nicht so eine überragende Dortmunder Zeit, ne? Sondern Nee, so auch nicht durchaus bestimmt, schlagbar zu ja. der Zeit, Ja, glaube ich. aber So. trotzdem. Und ich glaube, 1,5 Jahre später habe ich dann meinen ersten Abstieg mitbekommen direkt, das weiß ich noch. Da, gegen Wolfsburg, direkten Duell Ah. sogar. Da sah es erst gut aus und wurde Cedric Macchiardi eingewechselt, der das Ding gedreht hat. Ganz Deutschland war, glaube ich, auf Seiten des ersten FC Ja, Kaiserslautern. Ich stimmt. Ich erinnere mich, erinnere wie ich mich im auch Radio dran. gehört Doppelpack habe. Macchiardi, habe ich auch Ja. auf dem Zettel. Zieht sich noch so sein Trikot aus beim Torjubel, glaube ich, ne? Habe ich auch noch im Kopf. Okay, dazu gleich mehr. Also, wir wissen schon mal, du bist Lautern-Fan, aber wir wollen uns kurz noch über den aktuellen Fußball unterhalten, auch wenn Lautern so aktuell ist wie lange nicht. Aber du bist ja einer, der sich erwiesenermaßen sehr, sehr gut auskennt. Das wollen wir nutzen. Du Ja, verfolgst den Bonus, aktuellen immer Fußball ein sehr und Bonus, du so bist, heute hier zu haben. also ich verfolge dich vor allem über Twitter und da bist du, finde ich, schon einer, der mir Sachen zumindest teilweise erklären kann, die ich jetzt selber nicht so auf dem Zettel hatte. Deswegen nutze ich dich direkt mal, um zu fragen, Sebastian Haller und Dortmund, klappt das nicht? Ist das clever? Ist der zu teuer? Ist es okay, wenn er 10 Millionen günstiger wäre? Ich finde ihn teuer. Ich Okay. finde ihn schon teuer, muss ich schon sagen. Ich finde, das ist schon am oberen Ende von dem, was ich für ihn bezahlen würde. Ich glaube aber, es ist kein Spieler, auch der einen großen Resale-Value nochmal haben wird, weil er ist jetzt in einem Alter, wo ich glaube, das ist sein großer Vertrag, den er jetzt nochmal unterschreibt beim BVB. Aber es ist vielleicht auch in Ordnung, weil das war ja so ein bisschen was, was glaube ich auch vielen Dortmundern mittlerweile zum Hals raushängt, zu wissen, wenn wir den jetzt verpflichten, Ist ja der 2 Jahre ist später hier, weg, wenn er gut spielt, ist er in 2 Jahren weg. ja. Und das ist, glaube ich, bei Haller jetzt mal nicht der Fall. Das könnte jemand sein, der tatsächlich dann die besten Jahre seiner Karriere auch tatsächlich beim BVB verbringt. Sportlich bin ich relativ überzeugt von der Verpflichtung tatsächlich, ja. Wobei ich gestern, was habe ich gestern, habe ich irgendwas gelesen oder vorgestern, das so ein bisschen erinnerte mich an an die Toussaint-Verpflichtung, die bei Hertha eher vor 2 Jahren gemacht wurde, wo man aus Frankreich immer hörte, ach du Kacke, wir haben jemanden gefunden, der noch 25 Millionen für den zahlt, der war doch, das hätten wir vor 2 Jahren erwartet, aber doch jetzt nicht mehr. Und Ja. bei Haller, dass es in Holland ein bisschen Ja, ähnlich gesehen ja. wird, dass er zwar in der Champions League sehr, sehr gut abgeliefert hat, aber in der Liga auch 21 Tore, schön und gut, aber fußballerisch jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt hat. Und sich viele in Amsterdam wundern, warum da jetzt jemand so viel Geld in die Hand nimmt. Also er hat ja auch, glaube ich, eine Durchstrecke von 2 Monaten gehabt bei Ajax oder sowas. Ich bin aber so ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube auch gerade in den Niederlanden ist es so, dass der Anspruch an Fußballer, was einen Fußballer ausmacht, der technisch stark ist, relativ Ja. hoch ist. Also vor allem in einer Ajax-Mannschaft, wo dann viele auch extrem hochbegabte Balltechniker um dich herum spielen. Ich habe zumindest aus meiner Bundesliga-Zeit Haller als Spieler in Erinnerung,
der eigentlich im Kombinationsspiel sehr, sehr zuverlässig und gut zu gebrauchen gewesen ist. Also ich finde, das macht ihn eigentlich aus, dass er nicht einfach nur ein reiner Abschlussspieler ist, sondern auch jemand, der im Kombinationsspiel mitwirken kann. Also ich sehe das gar nicht so kritisch, muss ich sagen. Ich muss ja sagen, ich habe ihn ziemlich viel live gesehen dieses Jahr, lustigerweise aber beim Afrika-Cup. Weil in der Zeit war ich gerade in Elternzeit und das lief immer abends, liefen die Spiele und ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Spiele geguckt. Ja. Da fand ich ihn extrem, da war er total der Fremdkörper. Da hat es für ihn auch überhaupt nicht vorne funktioniert und du hast so gesehen, er wartete sehr und hat sich jetzt nicht auch so bemüht. Also er war teilweise so eine Stunde unsichtbar, hat 2-3 Mal aufs Tor geköpft und ansonsten war da nicht viel. Aus der Frankfurter Zeit wiederum habe ich ihn eigentlich auch, so wie du sagst, als einfach richtig rundum guten bis sehr guten Bundesliga-Stürmer im Kopf. Und ich glaube auch, man muss dann halt als Dortmund, wenn man das Geld in die Hand nimmt, dann muss man halt auch sagen, okay, wir haben jetzt da vorne den und den Spielertyp, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir ihn so einbinden, dass seine Stärken zum Tragen kommen. Und ganz halt nicht, dass er nicht Haaland ist, den man irgendwie 30 Mal im Spiel nach vorne schickt und dann soll er mal 2 Leute abschütteln und das Ding reinjagen. Das ist wahrscheinlich auch klar. Du hast das Stichwort genannt, Geld in die Hand nehmen. Hat Dortmund ja jetzt tatsächlich auch einiges wieder in diesem Sommer. Man kann durchaus von einer Transferoffensive sprechen. Glaubst du, es ist gut investiertes Geld? Siehst du Potenzial tatsächlich für den ganz großen Eingriff auf die Meisterschaft? Also ich werde nicht der nächste Jürgen Kohler sein, der hier Dortmund zum Meisterschaftsfavoriten ausruft. Hat er gemacht, ne? Hat er gemacht, ja. Also es war eine, also ich finde schon, wenn man drauf guckt auf die Spieler, die verpflichtet wurden, ist es in meinen Augen eine starke Transferperiode, wo man, also es ist immer nachträglich möglich, in 2 Jahren zu sagen, ja, das war dann doch Quatsch. Aber wenn man jetzt drauf guckt, du wirst wenig Leute finden, die sagen, Süle ablösefrei, Schlotterbeck für den Preis, Karim Adeyemi, gut, ist auch im sehr hohen Preissegment, da habe ich noch meine Zweifel, aber dann noch Sebastian Haller. Ich finde schon, dass die Namen, die geholt wurden, Salih Özcan für einen super schmalen Taler, dass es alles Sinn macht. Das sind alles Verpflichtungen, wo ich jetzt zumindest drauf schaue, im Vorfeld der Saison sage, klar, aus BVB-Perspektive kann ich nachvollziehen, warum man das gemacht hat. Also ich finde schon, dass das eine Mannschaft ist, der man zumindest zutrauen muss, rein vom Kaderwert her, ein bisschen näher dran zu sein als letztes Jahr. Ich meine, bei Dortmund ist es bei mir zumindest mittlerweile so, dass ich trotzdem aus der Erfahrung der letzten Jahre denke, am Ende klappt es halt trotzdem irgendwie nicht, weil Süle vielleicht wirklich satt ist und weil Süle vielleicht wirklich, ich denke mir auch immer, wenn die Bayern jemanden verlieren, dann Alaba mal ausgeklammert, weil sie selber auch sagen, okay, der hilft uns jetzt nicht mehr wahnsinnig weiter. Groß. Okay, Toni Kroos, ja, okay. Aber trotzdem habe ich bei Dortmund mittlerweile immer die Sorge, irgendwas geht dann doch schief, weil die Transferperiode vor 2 oder 3 Jahren, oder vielleicht vor 3 Jahren, klar, Nico Schulz kann man auch mal ausklammern, da hatte ich auch genug Wissen über den als Hertha-Fan, dass der nicht 27 Millionen oder was er gekostet hat, kosten sollte. Aber als sie Brandt geholt haben, wen hatten sie dann noch geholt? Sie hatten, glaube ich, 2 oder 3 Leute geholt, wo du so dachtest, okay, das muss eigentlich nicht. Emre Can kam ja immer auch für viel Geld. Es gab schon Wobei der mal im Winter kam. Der kam im Winter, ja. Aber es gab diesen einen Sommer, der war genauso einer wie jetzt, wo man dachte, wow, jetzt greifen die an. Junge, deutsche, Bundesliga-erprobte Fußballer, ja. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Andererseits die Bayern. Du nicht, okay. Aber die Bayern mit einer, ehrlich gesagt, auch für meinen Geschmack auch sehr, 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 sehr guten Transferperiode bislang, oder? Brazzo macht aktuell einen Job, wo man sagen kann, okay. Also Gravenberg, Masraoui, Mané ist schon eine starke Palette. Also vor allem, wenn man denkt, insgesamt, wie viel hat es jetzt gekostet? 70 Millionen insgesamt, wenn man Gehälter mal nicht dazu rechnet. Ja, Gehälter, Handgeld, was auch mal da geflossen ist. Noch. Aber reine Ablösesumme 70 Millionen, wo man jetzt, glaube ich, vor ein paar Monaten gesagt hätte, wenn du für 70 Millionen Mané bekommst, hast du einen guten Deal gemacht. Ja, also es sind alles tolle Verpflichtungen. Ich bin persönlich trotzdem der Meinung, also Ryan Gravenberch ist so ein großes Talent, dass es trotzdem Sinn macht. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es eigentlich nicht die Mittelfeldposition ist, auf der die Bayern Bedarf gehabt hätten. Weil ich finde, sowohl Kimmich als auch Goretzka sind in meinen Augen zumindest Spieler, die beide einen berechtigten Offensivdrang haben, der dafür sorgt, dass dahinter gerne mal Luft bleibt. Mhm. Und ich hätte eigentlich gesagt, dass der Spielertyp, der den Bayern im Mittelfeld spielt, fehlt eher so eine Art so ein Sechser ist. Kein Toussaint. Ich hätte zum Beispiel, ich glaube, ein Leimer ist ja noch Thema, könnte ja noch passieren. Der könnte diese Rolle auch ausfüllen, glaube ich eher. Da fehlt ein bisschen was. Aber ansonsten sind das schon gute Verpflichtungen. Und ja, Mané ist natürlich ein Statement-Transfer. Ob der jetzt zwingend notwendig gewesen ist, weiß ich nicht. Es hat sich schon ein bisschen angefühlt nach, dass der FC Bayern ab und zu so alle paar Jahre auch nochmal gerne zeigen möchte. Übrigens, wir sind auch noch da. Und wenn wir wirklich wollen, dann können wir auch noch einen ganz großen Namen verpflichten. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass der Kerl in der Bundesliga relativ easy seine 20, über 20 Scorepunkte voll macht. Also. Ja, das auf jeden Fall. Wenn wir schon einmal bei den Bayern sind, ein Thema, was mich seit Jahren umtreibt,
Goretzka. Ja, das treibt dich um? Ja, nee, weil ich irgendwie mir schon immer dachte, ich meine, er hat ja auch seine Phasen, in denen er wirklich, wirklich auch bei den Bayern gut war oder hatte diese Phasen immer, aber ich finde immer noch, auch für die deutsche Nationalmannschaft, ich finde, der fällt technisch so ab. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, viele Leute, keine Ahnung, haben damit jetzt nicht so ein Problem, weil er damit Dynamik und meinetwegen auch Torgefährlichkeit vieles wieder wettmacht, aber der braucht gefühlt doppelt so lange, einen Ball zu kontrollieren wie alle anderen Bayern und Nationalspieler. Also ist es ein Case dafür, dass Goretzka eigentlich kein Bayern-Material ist? Zumindest im Zentrum. In zwei Jahren bei der Hertha. Ja, natürlich würde ich ihn mit Kusshand nehmen. So, jetzt, das ist gar nicht despektierlich gemeint. Ja. Aber ich fand ihn, wenn ich ihn auch live gesehen habe, technisch einfach nicht Weltklasse. Und das ist wiederum für einen Zentrumspieler, gerade bei einer Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hat und wo er jetzt nicht 20 Mal im Spiel einen Konter fahren kann, meiner Meinung nach immer noch nicht so richtig passend. Ich sehe schon deinen Punkt. Also bei Goretzka ist so ein bisschen was passiert. Der ist irgendwie gleichzeitig ultra breit und dann auch sehr gut geworden. Ja. Und hat dann sowieso ein ganz neues Image bekommen. Und das ist so eine Welle, die der über dieses Formhoch hinaus so ein bisschen geritten hat. Also ich glaube, da sind sich die meisten schon einig, dass das nicht der Goretzka ist aus der 2020-Saison, wo die mit Hansi Flick alles abgerissen haben. Das war ja das Jahr, wo er auch im Mittelfeld, glaube ich, so, wo er sehr, sehr gut war, ja, wirklich brutal war. Und ich bin auch schon bei dir, dass die Form, die er jetzt zuletzt auch im letzten Jahr hatte, nicht dieselbe ist, wie es davor gewesen ist. Okay, sehr gut. Danke. Immer geil, wenn man sich auch von Leuten, von denen man ausgeht, dass sie Ahnung haben, in seiner eigenen Meinung bestätigt wird. Ne? Genau, du bist ja auch der Meinung, dass Isak Belfodil der beste Fußballer der Liga ist, oder? Zumindest noch bis heute ist er noch offiziell, nee, bis morgen ist er noch offiziell in der Liga. Ich bin zumindest der Meinung, dass er ein krasser Baller ist. Genau. Ja, wirklich. Also ich finde, was Isak Belfodil mit seinem Format, also du guckst dir den Kerl an, der, und normalerweise würdest du meinen, dass der am besten keinen Ballkontakt vor dem letzten haben sollte beim Abschluss. Mhm. Aber was der technisch drauf hat, wie der auch am Ende hinten raus noch Leute da aussteigen lassen. Also was war das Tor, wo er so rumgekurvt ist? Noch gegen, Stuttgart. Gegen Stuttgart. Der war ja, ich habe den mal getroffen und gesprochen, als er noch in Hoffenheim war. Und da hat er auch erzählt, dass er als Zehner groß geworden ist. Der war halt immer Zehner und musste dann und hat dann quasi selber irgendwann so akzeptiert, okay, ich bin 1,90 groß. Wenn ich viel Geld in meiner Karriere verdienen will, macht es A, Sinn, Stürmer zu sein, weil als Stürmer kommt man leichter mal irgendwie rum. Und B, macht es Sinn, wenn ich effektiver werde, weil er meinte, ihn hat früher, war sein Problem immer, dass er halt die ganze Zeit nur gezockt hat und die ganze Zeit nur Leute hat aussteigen lassen. Und ihm war es wichtiger, 3-4 Leute im Spiel zu tunneln, als am Ende ein Tor gemacht zu haben. Und dann hat er irgendwann so gecheckt und ich glaube auch mit Beraterhilfe, okay, ich muss schon ab und zu mal ein Tor machen, damit ich meinen Marktwert steigere, weil er meinte irgendwie, er hat oft Spiele gemacht, wo er dachte, er sei richtig geil gewesen, aber die Leute fanden es scheiße, weil er nicht getroffen hat. Und irgendwann hat er, eine Weile war er auch in der Bundesliga sehr effektiv, das war jetzt bei Hertha in Ordnung, aber jetzt auch nicht überragend, aber ja, als war Fußballer. Hat das nicht gelappt mit Nagelsmann? Bei Hoffenheim die beste Belfodil-Zeit? Genau, der hat, glaube ich, eine Saison, da waren der Kramaric und noch ein dritter, hier, Joel Linton. Ja. Da haben die alle, ich glaube, also ich will nicht lügen, aber ich glaube, Belfodil hat mal 15 oder 16 Tore gemacht und davon mal locker 12 in der Rückrunde. Also ein Jahr war er wirklich extrem gut. Und das war auch, das müsste Nagelsmann noch gewesen sein. Und danach war, glaube ich, das Knie irgendwann im Arsch und dann hat er sich mit denen da in Hoffenheim überworfen. Und dann dachte man, es sei vorbei, aber er ist noch da. Ich bin mal gespannt. Ich tippe, leider Gottes, ist er ab in 2 Tagen irgendwo in den Emiraten, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber cooler Fußballer. Ist auch jemand so ein bisschen, hat er ja Karim Benzema moniert, dass Leute nur noch drauf schauen, was in den Statistiken steht und dann sagen, ihr gemessen daran, ob jetzt irgendwas rausgekommen ist an lesbarem Output, der war gut, der war nicht gut. Und es gibt halt so ein paar Spieler, die musst du halt einfach dir auch schon anschauen, um zu sehen, ob die was können oder nicht. Und ich glaube, Belfodil fällt auch schon so ein bisschen in diese Kategorie mit rein. Ich finde auch. Spaß machen dann, ne? Benzema, Belfodil, das ist so eine Kategorie für mich. Aber lass mal noch kurz in Berlin bleiben, thematisch auch gerade, wenn wir so über aktuelles Bundesliga-Geschehen auch sprechen. Ich finde Union Berlin mal wieder irgendwie wahnsinnig beeindruckend. Jetzt habe ich gerade gelesen, das neueste Gerücht ist oder der neueste Zugang, der wohl in den Startlöchern steht, ist der Torschützenkönig aus der Schweiz. Ja, für so 6 Millionen. Und du denkst dir so, Freddy, 6 Millionen, komm schon, Alter. Also bist du auch so beeindruckt von dem, was Union Berlin seit wirklich dem Aufstieg in die Bundesliga, würde ich sagen, sogar Jahr für Jahr oder Transferpause für Transferpause auf dem Transfermarkt macht? Es ist halt krass, das Gefühl, alle, die ablösefrei sind, tatsächlich auch zu Union gehen. Also alle ablösefreien, die auch Qualität haben, dass die da magnetisch angezogen werden. Ja. Ich bemühe das Bild immer wieder. Irgendjemand hat mir mal erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Buchverlage so arbeiten, dass die
10 Bücher rausbringen und wissen, dass sie mit 9 davon kein Geld verdienen. Und aber wenn einer ein Bestseller ist, dann amortisiert das sozusagen alle anderen. Mhm. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Union auch nach dem Prinzip Spieler verpflichtet, nämlich eine relativ große Menge. Mhm. Und dann reicht es aber, wenn zwei, drei wirklich funktionieren, um dann eben einen entsprechenden Impact zu haben. Aber es ist, also Union, und ich finde auch Urs Fischer, ich bin bis heute der Meinung, wenn Urs Fischer irgendwie ein bisschen einen exotischeren Namen hätte und irgendwie aussehen würde wie Andres Villas-Boas, dann wäre der heute nicht mehr Union-Trainer. Also, ja. Der Track Record, aufgestiegen, 3 Jahre Bundesliga, jedes Jahr besser, jetzt Europa League qualifiziert. Normalerweise frage ich mich, warum klopft dann jemand an und sagt, hör mal, willst du nicht unseren Club trainieren? Also. Voll, wobei ich mir bei dem auch so ein bisschen wie bei Streich, tue ich mich auch schwer, ihn woanders zu sehen und woanders zu. Es hat ja schon was ein bisschen Verschrobenes, hat er meiner Meinung nach. Und unser Kollege Christoph hat ja auch mal ein Buch drüber geschrieben, das ich auch gelesen habe, wo schon sehr durchkam. Der ist schon auch besonders und den muss man auch so nehmen, wie er halt ist. Den kann man, glaube ich, nicht groß verändern. Und der ist teilweise ist er extrem wortkarg und teilweise ist er dann auch ein bisschen schroffer. Und ich kann mir vorstellen, wenn er mit Leuten, mit Vorständen dann zu tun hat, die vielleicht ein bisschen nachtragen, da sind, wenn einer mal ein falsches Wort in den Mund nimmt oder sowas, dass es dann auch schnell knallt bei dem. Deswegen, ich glaube, der hat da so seine Blase gefunden, in der das gerade perfekt funktioniert. Bisschen wie bei Streich. Ich weiß nicht, ob du Streich bei einem anderen Verein siehst und denkst, der könnte irgendwie da gut funktionieren. Vielleicht schon. Gleichzeitig sind das beides, glaube ich, Typen, denen man menschlich auch ab und zu mal so ein bisschen was verzeihen muss. So. Deswegen weiß ich nicht genau, ob er jetzt woanders funktionieren würde, aber vielleicht hast du recht. Ich glaube, wir werden es nie erfahren. Ich glaube, wenn es bei Union so weitergeht, wird er da auch noch 4-5 Jahre bleiben. Und dann wird er irgendwann die Schweiz übernehmen und dann ist auch gut. Ja. Wäre ja auch vollkommen okay, also kann man ja machen. Martin Schweinbart in den Kommentaren sagt auch, der macht keinen anderen Club in Deutschland. Und Corbin Pogund gesagt, Union spielt den Fußballmanager. Und das Gefühl hat man wirklich so ein bisschen. Ne? Also, aber sie haben, ich finde auch Transfers. Was ist bislang dieses Jahr passiert? Sie haben Haberer geholt. Sie haben. Der beste Transfer ist in meinen Augen Jamie Leveling. War. Und der, finde ich, passt nicht so gut in die Reihe, weil Leveling wiederum einer war. Oder bei dem ist halt klar, der ist wahnsinnig talentiert und der hat jetzt bei Fürth, obwohl Fürth offensiv so wahnsinnig scheiße war, trotzdem ganz gut abgeliefert und das ist einer, an dem auch andere hätten dran sein sollen. Was jetzt, wenn ich mir so die Uchipkas und Kediras und solche Sachen angucke, hatte ich jetzt nie das Gefühl, die waren wahnsinnig begehrt. So bei denen hatte man eher das, oder über aber die haben die sich Leute jetzt haben so das funktioniert bei genau, über die haben die sich jetzt so das Image aufgebaut, dass egal wen die holen, das klappt schon. Also das ist so zumindest mein Gefühl. Ja. Aber Leveling, auch da dachte ich, Fredi, komm schon mal. Warum nicht? Hast du die Pressekonferenz gesehen, wo Sandro Schwarz vorgestellt wurde? Nee. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe sie natürlich gesehen. Wo er halt meinte, so weißt du, so, währenddessen alle anderen Bundesliga-Manager haben so ihren Kader zusammen, warten nur noch vielleicht so die 1-2 Stellschrauben und gut ist, haben so einen festen Plan und er so, ja, die Südländer, die schlafen noch. Also das wird noch dauern. Und ich so, ey, Fredi, fang bitte an. Aber naja. Aber Leveling ist, also das ist, glaube ich, Durchgangsstation. Ja. Der wird noch woanders hingehen. Voll, den finde ich auch, fand ich richtig gut. Aber ansonsten noch, Leveling. Aber den Kapitän von Vitesse, glaube ich, ablösefrei. Innenverteidiger, glaube ich, ne? Ja, Innenverteidiger. Ja, Holländer. Fällt uns noch jemand ein? Es sind mehr Leute, aber es sind viele wieder ablösefrei gekommen, also... Ja. Weiß nicht, wie sehr assistiert euch der Chat bei sowas, bei solchen Angelegenheiten? Ja, wenn wir nehmen auf jeden Fall die Namen, die jetzt hoffentlich kommen, nehmen wir dankend auf. Also, wenn Union-Experten eingeloggt sind, gebt uns Namen. Wir schlagen aber in der Zwischenzeit die Brücke zur zweiten Liga, beziehungsweise zur dritten, ganz kurz, Marvin Puri. Ja. Du kennst ihn aus Lautern. Heute beim SV Meppen unterschrieben und gesagt, er hat richtig Bock auf den Verein. Tobi Ahrens, Kollege, hat es gerade voll, ich weiß nicht, hat gestrahlt. Auch wenn er meinte, er sei bei den letzten 3 Arbeitgebern suspendiert worden. Da sitzt der Braunschweiger, stimmt es? Es war zumindest nicht gut. Ist nicht im Guten geendet, wie war es in Lautern? Es gab helle Momente, ja. Aber ich würde sagen, am Ende schon mehr Schatten. Okay, aber er ist nicht suspendiert worden. Das könnte ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Okay. Aber mit Marvin Poirier endlich der Sukuta Paso-Nachfolger. Okay, wir atmen auf. Ja, ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich bei Lautern reingehen, noch die Leute haben geliefert. Also Lennart Grill, Torwart verpflichtet, Pantovic aus Bochum. Pantovic. Stimmt, ja. Skarke Grill, Seguin. Seguin, auf jeden Fall. Das ist der Immergriff von Union-Transfer. Ja, genau. Weil voll. Er kommt ja mit einer Garantie von mindestens 10 gelben Karten jetzt schon angereist. Also. Ja, voll. Ja. Okay. Ja.
Weg von Union hin zu Lautern. Du bist Lautern-Fan. Ja. Zwei Fragen. A, ist das der Anfang von erfolgreichen Zeiten? Und B, warum nicht? Also die Antwort auf B ist die gesamte geballte Lebenserfahrung als Fan dieses Vereins. Ne? Also ja. A, es ist halt jetzt sau wenig passiert. Es war gestern ein Test gegen Lugano, die haben sie 4-3 verloren, aber sie sind eigentlich gut geschlagen. Und ansonsten ist halt noch Vorbereitung. Gute Saison geht in 2 Wochen los, aber ich finde, jetzt in diesem Zwischenraum, wo keiner so genau weiß, wo man steht, irgendwie jetzt so groß zu prognostizieren, finde ich schwierig. Wobei man ja zumindest sagen muss, Lautern hat für den Zweitligisten schon 2 Hammer gesetzt. Ja. Also Luto und Durm sind Ansagen gewesen. Ansagen. Ja. Also ja. Auch wenn Durm ja irgendwie in den letzten 6-7 Jahren sportlich nicht mehr viel gerissen hat, aber er ist immerhin Weltmeister und noch nicht sehr alt. Also und Lute war bis vor ein paar Monaten Stammkeeper in der ersten Liga, ja, und guten Erstligisten. Ja, und das mit Durm ist auch gut, weil er wirklich ein flexibler Spieler ist. Beide Defensivseiten kann er auch. Ich glaube, in der zweiten Liga könntest du auch ein bisschen offensiver aufstehen, wenn es denn sein muss. Also das sind gute Verpflichtungen. Ja, und Lute ist ja auch absolut eine Bank, ne? Also nicht nur in Sachen Torwartspiel jetzt, ist glaube ich immer noch absolut souverän, aber ist ja auch einfach einen guten, wirklich durch die Bank guten Typen, den man sich da ins Team holt. Das definitiv. Oder? Ich hätte trotzdem gerne Matteo Raab behalten. Okay. Ich sehe so ein bisschen in Matteo Raab den deutschen David De Gea heranwachsen. Also, okay. Ich finde, der hat super Ähnlichkeiten in seiner Art, Torwart zu sein wie David De Gea. Ist auch eher so ein schlachsiger, schmaler Typ, aber dynamisch und schnell in den Reflexen. Also für mich hat er so ein bisschen was De Gea-eskes. Also, okay. Wer weiß, ob die Reise dann wirklich so hoch geht. Ich meine, das wäre nicht der erste FCK-Keeper, der beim HSV dann verglüht, ja, wie Pollersbeck das gemacht hat. Ja. Aber um mal darauf zurückzukommen. Also ich finde, ich mag Dirk Schuster. Ja. Ich finde es einen coolen Typen. Man hat auch das Interview gelesen für Der Betze brennt, wo jetzt Teil 1, glaube ich, heute rausgekommen ist. Okay. Und ich finde, er macht einen guten Eindruck. Ich finde, das ist ein angenehmer Kerl. Und ich finde, er passt auch als Trainer dahin. Ich bin immer noch ein bisschen wehmütig, weil ich Marco Antwerpen und der Fußball, der unter ihm gespielt wurde, wirklich gemocht habe. Ja. Dirk Schuster habe ich halt Zeit meines Lebens nie so wahnsinnig damit verbunden, dass die Spiele auch irgendwie jetzt mit einem großen Vergnügenswert einhergehen, ja, die man sich da anschaut. Ja, aber was ja Zeiten auch und so, ne? Also das war schon. Aber als Aufsteiger ja vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt zum Beispiel sich an Fürth letztes Jahr erinnert, die gesagt haben, wir steigen auf und versuchen trotzdem weiter Fußball zu spielen und damit halt immer wieder auf die Schnauze gefallen sind, dann ist es vielleicht der bessere Weg, um erstmal die Liga zu halten, wenn man einen Trainer hat, der sagt, egal wie es aussieht, wir müssen halt irgendwie Punkte sammeln. Aber ich glaube, Fürth hätte machen können, was sie wollen. Ja, sie hätten, egal mit welchem Fußball, nicht diese Klasse gehalten. Also ich glaube, es hätte keinen Weg gegeben, wie diese Mannschaft in der Bundesliga bleibt. Also auch nicht mit 5-5-0 und... Ja, kann sein, aber trotzdem... Also die qualitative Lücke, die zwischen Fürth war und dem Rest der Bundesliga, als sie hochkam, sehe ich nicht als so eine Diskrepanz wie jetzt zwischen FCK und dem Rest. Ja, okay. Deswegen, ich halte es schon für möglich, dass der FCK schon einen Anspruch haben kann, einen ansehnlichen Fußball zu spielen, ohne damit jetzt zwingend gegen die Wand fahren zu müssen in der zweiten Liga. Da hast du sicherlich auch einen besseren Eindruck. Ich habe keine Ahnung, wie gut Lautern ist. Also wirklich, genau. ich hab sie nur gegen Dresden gesehen in der Relegation. Das Rückspiel fand ich schon beeindruckend, dass die da im Hexenkessel, wo du vor Ort warst, oder? Ich war vor Ort, ja. Ich habe mir aus beruflicher Perspektive angeschaut. Dass sie in dem Hexenkessel nicht nur bestanden haben, sondern echt teilweise richtig, hätten ja noch 3-4 mehr Tore schießen können. Ja, hinten aus, ne? Also in der ersten Halbzeit hatte ich, glaube ich, dann Dresden auch irgendwie schon irgendwie drücken da gesehen, so, aber dass dies und wie sie es dann hinten raus für sich entschieden haben, war vor allen Dingen in der Atmosphäre genau. Wirklich beeindruckend, ja. Und die Atmosphäre, die war ja nicht nur beeindruckend tatsächlich wegen der Heimfans, sondern auch auf der Pressetribüne ist man ja sehr neutral und also es war von beiden Seiten wirklich sehr laut. Also da wurde ganz gut was abgerissen. Ja, ich meine, wie lange fährst du nach Lautern von hier? Wie lange braucht man da? Ist relativ übel, oder? Boah, im Auto wäre ich zum Beispiel, glaube ich, easy 8 Stunden unterwegs, das definitiv. Und Zug? Also Zug, glaube ich, mindestens auch. Ja, also bis nach Koblenz kommst du relativ gut. Nach Koblenz kannst du, glaube ich, so in guten 5 Stunden fahren. Aber das hilft ja nicht. Was will man in Koblenz? Ja, schöne 9-Euro-Ticket zu. Von da fängt dann der beschissene Teil an. Also dann sind die Zugbindungen auch scheiße. Ich habe in Trier studiert, das war auch immer eine absolute Katastrophe. Okay. Also dann bist du nochmal ein gutes Stück unterwegs. Also das ist schon echt ein Ritt. Aber hast du ja schon ein paar Wochenenden markiert, wo du sagst, okay, da muss ich hin? Also markiert noch nicht, aber ich werde dieses Jahr, glaube ich, definitiv ein paar Spiele mitnehmen.
Ich muss halt immer so ein bisschen reinpressen, weil wir machen ja einen Bundesliga-Rückblick und der sorgt dafür, dass ich eigentlich, wenn Bundesliga ist, auch dann das ganze Wochenende über Bundesliga gucke, zu jedem, eigentlich idealerweise zu jedem verfügbaren Slot. Okay. Und das macht das Ganze schon relativ begrenzt, so die eigenen Möglichkeiten. Also. Guckst du dir dann auch jedes Einzelspiel an? Oder also, versuchst im, also jetzt gerade die Samstagsdinger, die parallel laufen, dann im Nachhinein nochmal. Konferenz gucke ich dann nicht nochmal alles einzeln. Das okay. ist dann, aber es ist dann meistens Freitagabendspiel, Samstags Konferenz, Samstag Topspiel und dann 2 bis 3 Sonntagsspiele. Also das ist schon. Es ist ein Job. Ja, aber genau, ist ein Job. Und wie hart ist es, sich gefühlt jedes Wochenende Augsburg gegen Mainz und Wolfsburg? Das Schlimmste war, das kommt ja jetzt auch wieder, glaube ich. Wir haben ja abgelaufene Saison den Podcast immer sonntagabends noch rausgebracht. Ja. Wenn irgendwie sonntagabends um 19.30 Uhr dann eben Augsburg gegen Leipzig gespielt hat und denkst, es kann nicht wahr sein, dass mich das jetzt dazu zwingt, hier bis 9:30 zu warten, bis wir diesen Podcast aufnehmen können. Ja. Also das war schon hart. Ist harte Arbeit, aber es lohnt sich ja. Ihr seid ja sehr, sehr erfolgreich mit dem Podcast, weil es auch einfach, macht auch Spaß, sich anzuhören. Deswegen hier immer für die wenigen, die das nicht kennen, 50 plus 2 heißt er, ne? Genau, gemeinsam mit meinem Kollegen Nico Heimer. Genau, da einmal der Verweis ab dann ersten Spieltag wahrscheinlich wieder. Oder wir fangen vorher an. Wir fangen vorher an, wir sind ab dem 12. Juli wieder da und dann habe ich 2-3 Wochen nur eine Folge pro Woche und dann so ab August wieder 2 Folgen pro Woche, meine ich, ja. Okay, reinhören, es lohnt sich und ihr seht ja, da steckt auch Substanz hinter. Es ist nicht nur wie hier Gelaber, sondern... Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Naja, ich meine, wie oft sitzen wir hier so morgens und sagen, ja, hast du es gesehen? Nee. wobei, für die Bundesliga gilt es bei mir eigentlich gar nicht so sehr, weil ich tatsächlich gerade auf Sonntage, bei mir liegt es dann halt eher an Communio-Spielen. Also sowas, was halt sonst ich mir nicht für Geld angucken würde, eben Augsburg-Mainz, wenn ich dann halt irgendwie einen Jonathan Burkhardt gerade geholt habe, dann ziehe ich es mir schon, dann freue ich mich richtig drauf, ja. Dann bin ich schon eine Stunde vorher aufgeregt. Spielst du Manager-Spiele? Nee. Okay. Nee. Wenn du Manager-Spiele spielen würdest, einfach nur jetzt deine 3 Empfehlungen für die nächste Saison, wen sollte alle Manager-Spieler da draußen, jetzt unabhängig von Marktwerten und so, aber deine Tipps? Also Leveling würde ich mitnehmen, als Cheap Beast. Boah, müsst ihr überlegen, wer ist denn noch gut? Also ich glaube, Schotterbeck wird bei Dortmund abreißen und der war statistisch letztes Jahr schon so ein Wahnsinn, glaube ich, das wird richtig gut. Und Nummer 3, Tom Kraus, Schalke 04, okay. Geheimtipp. Werde ich mir notieren, zack. Okay, Leveling hatte ich auch schon auf der Wunschliste, Kraus nehme ich mit. Gibt es ansonsten noch dringende Themen, Nussi? Ich wollte nochmal bei Kaiserslautern fragen, du hast das Portal der Betze brennt gerade erwähnt und... da gibt es einmal so ein Stimmungsbarometer, das so die Lage um den FCK gerade darstellt. Ich weiß es nicht, ist glaube ich so zwischen 0 und 10 quasi so. 10 ist himmelhoch jauchzend. Wahrscheinlich ist es gerade eher irgendwo so in der Richtung. Kannst du dich damit anfreunden oder traust du dem Braten einfach aus der Historie noch nicht so richtig? Also das wäre der naheliegende Schluss. Ich finde es aber immer irrational zu sagen, weil etwas ähnlich ist zu der Vergangenheit, dass es jetzt deswegen nicht klappen muss, weil es gibt ja keinen kausalen Zusammenhang. Ich fände zum Beispiel, Leute sagen ja, du kannst dich David Raum für 30 Millionen von Hoffenheim holen, weil dann holst du wieder einen Linksverteidiger von Hoffenheim, der deutsche Nationalspieler ist, für sehr viel Geld. Ja. Ergo alle Parallelen zu Nico Schulz erfüllt. Aber es gibt ja keinen Grund, warum zwischen diesen, also warum das dann so genauso werden sollte. Ja. Und so sehe ich es hier auch. Und ich finde die Transferarbeit, die gemacht wird gerade, die ist gut. Ich finde den Kader, das Gerüst in Ordnung. Ich kann mich mit dem neuen Trainer anfreunden. Also von daher, ich erlaube mir jetzt schon mit vorsichtigem Optimismus in die neue Saison zu gehen. Ja. Und? Dann noch eine Sache, weil wenn man jetzt über Kaiserslautern spricht und redet und auch über den Aufstieg, dann dauert es eigentlich nicht lange, bis so der Vorwurf kommt oder der immer so mitschwingt, ja, Kaiserslautern, aber ja auch Glück gehabt und die Planinsolvenz Corona-bedingt zur richtigen Zeit genau eingeleitet quasi und deshalb keine Punkte abgezogen bekommen, ganz schön clever und jetzt deine Chance zu sagen, warum das totaler Bullshit ist. Oder kann man das gar nicht so entgriffen? Muss man sagen, okay, das war wirklich, dass die Regularien, wie es sie gerade gab, dann schon auch wirklich ganz gut ausgenutzt. Also, Beste draus gemacht. Also, klar, kann man darauf schauen und sagen, ja, nicht ganz die allerfeinste Art, aber ich meine... Wer hätte es nicht gemacht? Wer hätte es nicht gemacht? Und gut, das ist meistens, wenn man kann nicht alles damit relativieren, dass man fragt, wer hätte es nicht gemacht? Das ist, glaube ich... Ja, doch, genauso relativiert man ziemlich perfekt. die beste Art zu relativieren ist so, ja. Ich weiß noch nicht, ob es so eine gute Idee ist, aber... Ich fand es in Ordnung und ich muss auch sagen, beim FCK, ich erlaube mir da auch so ein bisschen, weil ich muss in vielen anderen Bereichen halt Fußball immer so ultra kritisch, ultra analytisch, was auch immer, mir anschauen. Und beim FCK will ich einfach so ein bisschen Trottelfan sein und von außen drauf gucken und einfach Spaß dran haben. Also. Ja, das letzte bisschen Freiheit. Ja. Wohlfühloase Betzenberg. Ich wollte noch ein Wort verlieren zu
der vielleicht coolsten Socke jetzt der zweiten Liga, Terrence Boyd. Mhm. Wie doll verliebt bist du in den Typen? Ich meine, er kam zur Rückrunde, glaube ich, hat dann maßgeblich dafür gesorgt, dass ihr überhaupt in die Relegation seid und macht auch abseits vom Platz alles, was ich von dem mitbekomme, eine sehr, sehr gute Figur, oder? Das ist alles, was man sich wünscht, also weil er halt wirklich die Vereinsidentifikation auch sehr, sehr offensiv und auch glaubwürdig lebt. Der hat ja auch das Ganze da organisiert mit dem Tätowierer in Kaiserslautern, der dann überall den Leuten Lautre tätowiert hat. Das geht ja auch auf ihn zurück. Also ich finde ihn klasse als Typ, angenehm, also auch sehr, sehr selbstironisch. Ich meine, auf Twitter wahrnehmend, auch jetzt im Zuge der Vorbereitung so ein bisschen darauf angespielt, dass er selber mit der Konditionsarbeit so ein bisschen Probleme hat. Ich hoffe, er wird jetzt nicht sauer auf mich. Das einzige, so ein kleiner Wermutstropfen für mich ist, dass ab und zu so NFT-Krypto-Gedöns über seine Timeline huscht, wo ich dann... Ja, aber ich meine, wenn es alle machen. Aber ich hab davon auch zu wenig Ahnung. Wer hätte es nicht gemacht? Ich gucke nur drauf und das ist so etwas, wo bei mir so ein bisschen so ein paar Red Flag Sensoren ausschlagen, aber abseits davon, keiner ist frei von Makeln und ich finde, das ist ein Top-Mann für den FCK. Ja. Ganz kurz noch, ich gehe noch so ein paar Fragen aus der Community, gebe ich gerne noch weiter. Zum einen wird der Verdacht geäußert, ob die Transferoffensive bei Lautern damit zusammenhängt, dass die Donations von Calcio Berlin da reinfliegen. Deine Chance zu dementieren oder willst du es nicht? Ich kann das weder dementieren noch bestätigen. Okay, kein Kommentar, okay. Die Leute freuen sich, dass du da bist. Einer fragt, die wichtigste Frage wäre gewesen, ob du gestern noch duschen warst, fragt Christian Koop. Ich war noch duschen, ich bin tatsächlich noch, wir haben gestern Abend gestreamt. Okay. Und was genau? Also geht es darum, ist meine persönliche Meinung, ich hasse es zu duschen. Ich finde es so eine abgefuckt, nervige Alltagsaktivität. Was? Ich finde, das duschen? Alles, ja, duschen. Schön. Also das heißt nicht, dass ich war zum auch vor der Aufnahme hier duschen. Ja, ja, es ist bislang, ich hätte jetzt keinerlei Sachen irgendwie hier zu kritisieren an deinem Geruchsauftritt. Aber ich finde es einfach super nervig. Ich schiebe das immer ewig lang vor mir. Ich war am Samstag, letzten Samstag Rennrad fahren und war um 12 Uhr zurück und war erst um 2:30 oder 3 duschen, weil ich dann so echt so durch die Wohnung schleiche und so um das Badezimmer rum, um mich erst überwinden was muss. Also jetzt ohne, dass es ich finde das, Entkleiden, das Nasswerden, das sich abtrocknen, das alles ein super, ist einfach ein nerviger Prozess. Also ich finde, es gibt an gerade jetzt die letzten Tage, gerade wann war es so schweineheiß, Montag war 36 Grad, da gibt es doch nichts Besseres, da freue ich mich, da schiebe ich es eher auf, weil ich weiß, das wird so das Highlight. Nicht zu früh, weißt du, wie wenn du auf dem Teller so den besten Happen übrig lässt. Ja. So habe ich drauf gewartet, mich kalt zu duschen. Gleich endlich. Ja, ich weiß nicht, also ich kann, also eine kalte Dusche jetzt im Sommer, also wenn das kalte Wasser überall läuft, dann ist das cool, aber es ist halt verbunden mit vielen Dingen, die dann davor und danach noch gemacht werden müssen, okay. Die ich einfach extrem nervig finde. Das ist halt so für dich ein notwendiges Übel, Steuern zahlen, ein, duschen, genau, das ab ist und so, zu mal was essen. Schaltet auch morgen wieder ein bei Freunde Beauty. Okay, dann gerne weitere solche Fragen, ja, man erfährt ja interessante eine, Dinge. Die mich auch brennend interessiert, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber Lukas Stracke stellt die berechtigte Frage, was macht Srđan Lakić heute? Weißt du's? Boah. Hast du eine Ahnung? Hertha-Legende. Hertha-Legende? Gerne, aber hallo. Weil? Weil er irgendwann auch bei uns aufgekreuzt ist. Aber ich meine, das ist die sehr typische... Srđan Lakić war bei der Hertha? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Srđan Lakić bei der Hertha mal war. Also Lautern, Wolfsburg, Hoffenheim, aber Hertha auch? Frankfurt? Ja, von 2006 bis 2008. Als längst klar war, das war halt so ein One-Hit, eine Saison-Wunder. Der nie wieder irgendwo auch nur annähernd auf die Trefferquote kommen wird, wie in dem einen Jahr Lautern. Ja. Aber Hertha war ja davor dann. Wenn du sagst 2006 bis 2008, das Lautern-Jahr war 2000... Ich bring Dinge durcheinander. Das Lautern-Jahr war 2010, 11, glaube ich, müsste das gewesen sein. 2008 bis 2011 und dann nochmal 14, 15. Und wann war er gut? Er hatte ein Jahr in Lautern, wo er richtig, richtig viele Tore gemacht hat. Das Aufstiegsjahr vom FCK, da hat er 16 Tore gemacht, aber ehrlicherweise schon in der Rückrunde so ein bisschen abgebaut. Das war das Jahr, wo sie am zweiten Spieltag auf dem Betze den FC Bayern 2-0 geschlagen haben, dank Toren von Lakić und Ilicevic, glaube ich. Aber gab es nicht auch ein Erstliga-Jahr, wo er zweistellig getroffen hat? Das war das. Das war das Jahr mit 16 Toren. Achso, das Aufstiegsjahr. Also aufgestiegen. Als die erste und Liga im ersten Aufsteiger Jahr waren. Nach dem Aufstieg, okay, genau, okay, hat er 16 Tore gemacht, glaube ich. Okay, dann verwechsel ich das. Aber dann war es eher so rum unfassbar, dass der bei Hertha so wenig gerissen hatte, dann plötzlich in der Bundesliga gut war. So rum. Bisschen wie bei Ibiza Olic, was auch viele nicht wissen, der, ich glaube, 97 ein Jahr bei Hertha im Kader war. Der ist ja noch gut geworden. Also der sehr gut geworden ist, genau, der ja auch wirklich sehr gut geworden ist, okay. Ähnlich, Lautern hatte viele solche, eine Saison hopp und danach nie mehr so richtig Halil Altintop. Ja, der hat 19 Tore gemacht, glaube ich.
Ich würde sogar sagen 21. Ich habe eine 21 im Kopf, aber vielleicht waren es auch nur 19. Aber Halil Altintop, ein Wahnsinnsjahr. Und auch ein Jahr, wo man jetzt nicht das Gefühl hatte, das war Zufall, oder? Vielleicht war die, ich hatte ein Trikot von ihm gehabt mit der 19 drauf, vielleicht komme ich jetzt nicht auf die 19. Ah ja, das kann sein. Stimmt. Keine Ahnung, aber ich meine damals nur, der war einfach richtig, der war richtig, richtig gut, ne? Von Wattenscheid aus. Christian Tiffert, der hat einmal ein Jahr gehabt, wo er, glaube ich, 17 Tore vorbereitet hat oder sowas. Krass, das war auch komplett wild. Wobei der war, finde ich, jetzt auch woanders so, der war dass auch er ordentlich gespielt allgemein hat. Kein schlechter Kicker, ja. Boubacar Sanogo, oder? War der nicht bei Lautern gut? Oh, da kann ich jetzt keine Zufall. Ich glaube, der war bei Lautern gut und ist dann zu Werder und dann zum HSV. Ich fand die Kombination aus Karim Atmour und Mo Etrissou gut bei Lautern. Karim Atmour, die Fledermaus. Oder war das nicht irgendwie sein Spitzname? Mein schon, ja. Irgendwie die Bad? Irgendwas? Ich weiß nicht genau. Aber ja, Lautern, ich meine, wenn man noch weiter zurückgeht, die hatte schon zwei ziemliche Legenden. Lock Vance, genau, dann den dachte ich, ja. Linkel hat ja auch beim FCK gespielt. Und zwar nicht schlecht, ne? Ja. Das war noch der Zahnspangen-Linkel, oder? Oh, das... Ich glaube. Okay, aber wir verlieren uns auch da. Ja. Ich würde sagen, noch zwei. Gibt's noch zwei Fragen, die Niklas beantworten soll? Oder eine reicht. Ja. Warum optimistisch bei Schuster? Die Relegation war überzeugend. Über eine ganze Saison hat er zuletzt ja eher nicht so überzeugt. Nochmal eine Chance für dich. Ich klammer mich halt komplett an Darmstadt. Okay. Also da hat er ja, ist er ja aufgestiegen mit und hat ja auch dann ein Jahr lang die Klasse gehalten mit Darmstadt. Und das ist so alles, was ich habe letztendlich. Aber es muss reichen. Apropos alles, was ich habe. Bevor wir das abschließen, ich hätte jetzt gerne noch einen Tipp von dir, Niklas. Fredi Bobic, falls du zuguckst. Wen soll Hertha holen? Ich finde, alle Sachen, die ich so auf dem Zettel hatte, sind vorbei. Ich hätte gerne Königsdörfer zum Beispiel zurückgeholt. Ich hätte gerne den St. Pauli-Flügelstürmer, dessen Namen ich mir immer nicht merken kann, der jetzt bei Freiburg gelandet ist. Den zum Chiré. Beispiel. Genau, ja. Der, warum nicht der? Leveling, alle weg. Aber hast du irgendeinen, wo du sagst, ey, mittleres Preissegment, aber sehr viel Upside und Soforthilfe. Offensivspieler am besten. Ja. Er hat doch kein Geld mehr, ne? Wir müssen erst verkaufen, ja. Das ist so ein bisschen blöd, weil wir haben jetzt vorbereitet, wir machen jetzt nachher noch so ein Video, so ein Shopping-Guide für den FC Chelsea. Oh, da hätte ich jetzt ein paar Spiele auf der Liste gehabt, anderes Preissegment leider. Boah, die kaufen gerade, wie heißt der, Rafinha von Leeds für was weiß ich wie viel, oder? Ja, für 65 Millionen Euro. Sterling auch haben, oder? Ja, das ist... Das, andere Klasse, andere Gewichtsklasse. Das verzeih ich Fredi, wenn er die nicht holt, finde ich, ist in Ordnung, aber... Aus der Bundesliga jetzt, da müsste ich echt mal in mich gehen und überlegen, wer da gute Kandidaten sind. Also, du musst ja nicht aus der Bundesliga sein, man kann ja auch in Frankreich für 25 Millionen noch irgendwen holen. Ja. Es gibt jemanden, der spielt bei, ich komme auf den Namen nicht, in Frankreich, der ist bei Maison Etienne, die sind abgestiegen. Ja, und es ist ein genauso Leute will ich. Dribbelstarker Flügelspieler, weshalb der schon mal anders untergekommen ist. Der hat, glaube ich, trotzdem echt gut gescored. Kann ich mal spontan den Kader von Saint-Étienne aufrufen? Ja, sicherlich. Ich muss das sehen, ich mach's da mal selber. Weil da war jemand in der Mannschaft, der definitiv, wo ich dachte, ach, guck mal an, meistens, wenn jemand absteigt, sind Leute auch günstig zu haben. Ja, Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst, weil ich glaube, dass der auch mal bei Schalke im Gespräch war oder so gerüchteweise, wie man dann immer so von... Irgendwie, das ist echt hart, ne? Das Beuteschema, dauernd sind Leute, die dann bei Hertha im Gespräch sind, auch bei Schalke jetzt im Gespräch. Diawara, ne? Diawara, genau das Gleiche, ja. Ortega war es der Fall, ja. Wo ist der gute Mann? Ich muss mal schauen. Buanga, Dennis Buanga. 27 Jahre alt. Fredi, ab nach Saint-Étienne. Meiner hat eine gute Saison gespielt, fällt das mir für einen Absteiger. Ich schau mal gerade rein. Ja, 9 Tore, 6 Vorlagen in der Liga. Oh, guck mal an. Das ist doch... Das sind 9 Tore und 6 Vorlagen mehr als alle Flügelstürmer, die bei uns im Kader stehen, in ihrer gesamten Karriere gemacht haben. Her mit dem Mann. Zack. Okay. Gebe ich so weiter. Die Community hat auch geliefert. Buanga. Genau der. Ja. Der ist es, ja. Ja, dann hoffentlich den. Ansonsten, Niklas, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja, wir sind schlauer geworden. Danke fürs Zuschauen. Dir alles Gute für die neue Saison. Viel Spaß mit deinem Podcast. Wie doch bei der Hinweis, hört euch das an. Guckt euch alles andere an, was ihr macht. Calcio Berlin ist, glaube ich, dein eigenes Projekt auch, ne? Oder mit zwei Kollegen. Genau, mit Christoph und Nico, ja. Genau, auch das kann man direkt auf der Plattform jetzt bleiben, wenn man gerade bei YouTube ist. Die meisten werden es eh kennen. Und ansonsten, komm gerne wieder vorbei. Viel Erfolg für Lautern. Dankeschön. Ich drücke die Daumen, dass es nicht direkt, wieder runtergeht. Genau, perspektivisch Lautern. Ich würde mich freuen, wenn sie irgendwann wieder ganz oben ankämen. Und ansonsten allen einen schönen Mittwoch.
Daumen hoch mit mir signalisiert. Genau. Das ist wichtig. Den Polydaumen. Und bis bald. Macht's gut. Beziehungsweise morgen. Ciao, ciao.